So, Freunde, der Transfermarkt hat wieder geöffnet. Ich habe direkt zwei Transfers getätigt. Einmal habe ich Martinez rausgeschmissen und dafür Kenan Garman gekauft, sowie Jord Zimmer rausgeschmissen, dafür Christian Günther gekauft. Ich habe direkt nochmal die beiden neuen als Starspieler gemacht. Sturm habe ich so gelassen, nur dass ich anstatt Werner jetzt Alcacer als Starspieler probiere am zweiten Spieltag. Ja, Mittelfeld geht gar nicht anders, weil meine anderen beiden Spieler verletzt sind. Die könnte ich natürlich auch noch rausschmeißen. Von den Leistungen her bin ich aber so, wie sie normalerweise sind, dann mit denen zufrieden. Das heißt, ich denke, ich kann darauf warten, bis sie wieder gesund sind. Abwehr. Wie gesagt, jetzt Christian Günther anstatt Jean Zimmer. Ansonsten lasse ich's und im Tor wieder Pavlenka. Horn hatte zwar mehr Punkte am ersten Spiel, allerdings spielen die jetzt gegen Dortmund. Weiß ich nicht, ob das so gut ist. Hier haben wir jetzt Bremen und Hoffenheim mit drin. Wieder dieses System Verliererteam, Gewinnerteam, minus 1 plus 1 gleich 0. Ja, warum habe ich mich für Günther entschieden? Ich habe eigentlich nur darauf geguckt, wie waren die Leistungen am ersten Spieltag und wie reicht mein Budget, wenn ich dann eben Jean Zimmer rausschmeiße. Da habe ich dann eben Christian Günther jetzt als Ersatz, sowie hier Karaman. Ja, Abraham war ich mit der Leistung zufrieden. Nastasic war zwar super, 13 Punkte. Wenn man aber bedenkt, die spielen gegen Bayern. Haben zwar am ersten Spieltag nur 2-2 gespielt, aber ich rechne wieder mit einem Bayern-Sieg. Deswegen lasse ich ihn mal lieber draußen. Ja, und ansonsten eine Formation habe ich auch nicht verändert, weil ich wollte meinen Dreiersturm so lassen. Ich könnte jetzt natürlich noch gucken, ob es ein 3-4-3 gibt. Ja, gibt es. Wobei, stimmt, das geht natürlich auch wieder nicht. Ich wollte mal 3 Sturm lassen. Es geht nur 3 im Mittelfeld, es sei denn, ich schmeiße Kramer oder Hofmann raus, aber das will ich nicht. Und dann bleibt eben nur noch eine 4er-Kette in der Abwehr. Ja, so viel hat sich dann zum ersten Spieltag jetzt nicht verändert. Die beiden Spieler sind jetzt neu, Karaman und Günther, anstatt Martinez und Jean Zimmer. Warum ich Nastasic und Horn jetzt nicht mit reingenommen habe, obwohl sie eigentlich super am ersten Spieltag waren, wisst ihr jetzt auch. Ja, Starspieleränderungen. Top-Leistungen am ersten Spieltag. Ich vertraue denen da jetzt mal. Ja. Ich würde sagen, ansonsten könnt ihr eigentlich auch schon, wenn ihr Fragen zu irgendwelchen Entscheidungen von meinem Kader habt oder zu meiner Aufstellung jetzt natürlich auch Fragen stellen. Ich wüsste jetzt nicht, was ich da jetzt noch erklären soll. Ich hoffe, jetzt habe ich da hier für den zweiten Spieltag eine bessere Entscheidung. Und dann kommen wir mal hier weiter als die 82 Punkte am ersten Spieltag. Wenn man aber denkt, wie viele Punkte haben wir verschwendet, wenn wir Nastasic und Horn drin gehabt hätten, 24. Ja, schau, da wären wir jetzt schon bei 106. Wäre zwar immer noch deutlich hinter dem ersten, immer noch knapp 100 Punkte, aber es wäre halt schon mal was. Aber, wobei, ne, da müssten wir ja noch die Punkte von, ja doch, ne, richtig, ist schon richtig so. Ja. Gut, dann soll es aber auch gewesen sein. Und das nächste Mal sehen wir uns dann in diesem Projekt wieder, wenn wir den zweiten Spieltag analysieren, was die Spiele angeht. Bis zum nächsten Mal.